Wurzelflow, 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 aber mehr Flow. Servus Freunde, da es draußen absolutes Schmuddelwetter ist, begrüße ich euch heute mal aus meinem Wohnmobil. Wir sind heute im Schwarzwald in Baiersbronn, um dort die Hirschkopf-Trails zu fahren. Die Runde, die wir uns rausgesucht haben, ist knappe 35 Kilometer und 1200 Höhenmeter lang. Also eine ziemlich happige Sache. Aber wenn das Wetter mitmacht, sehen wir uns gleich draußen am Trail. Jetzt sind wir am ersten Trail angekommen. Bereit? Bereit. Let's fetz. Oh, nasse Wurzeln. Das wird spannend. Oh, das ist sehr rutschig. Also langsam darf man hier nicht fahren, sonst werfen einen die Wurzeln ab oder der Trail sogar. Nicht gerade das richtige Reifenwerk für eine nasse Wurzel. Boah. Lauter nasse Wurzeln, die gibt es überall zu sehen. Manchmal muss man stoppen, um zu überleben. So in etwa. Also als allererstes Feedback kann man jetzt schon sagen, wenn es nass ist und man ist mit so einem Marathon-Fully wie Anna unterwegs, mit Semi-Slick-Reifen quasi, dann wird das hier echt schon eine Rutschpartie. Wow! Wir sind jetzt hier gerade ja Ende April unterwegs. Aktuell haben wir relativ frische 9 Grad im Wald, aber ich bin jetzt einfach nur froh, dass wir hier im Wald ein bisschen geschützt sind vom Regen. Weiter geht's. Da rutscht einem das Vorderrad weg. Nasse Wurzeln? Die ganze Zeit schwierig. Weil das Ding wäre so geil, wenn es trocken wäre. Das glaube ich dir. Und andere Reifen. Und weiter geht's. Ah, endlich mal Sand. Oh, das ist nice. Oh, nicht mehr nur Wurzeln, sondern auch ein bisschen richtiger Boden. Ganz überraschend sind wir jetzt auf einem Uphill-Trail angekommen. Das liebe ich. Ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, aber da gehen die Höhenmeter einfach nur dahin. Huch. Das ist jetzt auch schon wieder ein offizieller Trail, der auch auf Trailfox ausgeschildert ist, der in beide Richtungen befahrbar ist. Das heißt, Augen auf beim Hochfahren und beim Runterfahren. Einfach mal die Natur genießen, auch wenn es gerade stürmt. Oh ja, da kommt Flow auf. Da kommen Wurzeln. Das war ziemlich nice. Das hat mir richtig gut gefallen. Das war sehr flowig. Wenig Wurzeln gewesen. Richtig schön. Guter Untergrund. Das hat mir super gefallen. Und boom, der nächste Trail. Oh, wow, 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 wow. Dicke Wurzeln. Komm schon, Wurzeln und Grip lasst mich nicht im Stich. Jawohl. Ah, das ist wie im Dschungel hier. Ey, alles Heidelbeeren oder was? Wahnsinn.
hier. Der Trailabschnitt scheint definitiv flowiger zu sein. Man hat deutlich mehr Grip. Und es sind weniger Wurzeln, da kann man es richtig krachen lassen. Whee! Mensch, die haben beim Mountainbike Magazin nicht übertrieben. Das ist ein extrem hoher Single Trail Anteil. Oh, Felsen kommen jetzt ins Spiel. Beziehungsweise kleinere Steine. Das ist faszinierend in einem Trail Center hier. Sehr schön angelegt, sehr gut ausgeschildert. Wenn man sich mal langsam an die Wurzeln und so gewöhnt hat, oh, da kann man sich richtig gut gehen lassen auf diesen Trails hier. Oh, Baum. Oh, ist trotzdem noch mega rutschig. So, ich denke immer darüber nach, dass wenn wir das Wohnmobil eines Tages verkaufen und dann viele Jahre darin gelebt haben, Sport gemacht haben, unsere Sportklamotten darin getrocknet haben, mit Knoblauch gekocht haben, ob das dann noch jemand kauft, wenn das da drin mockt, wie eine Mischung aus Sporthalle und Großküche. Wird ein paar Tage auf mir lassen. Ein paar Tage durchgelüftet. Das ist ein Problem. Oh ja. Oh ja, Wurzeln. Wie ich sie vermisst habe. Nicht. Ein kleines bisschen Steine. Jo, da habe ich einen großen mitgenommen. Wow, ein echt schöner Waldweg. Das macht gut Laune. Kann man es richtig laufen lassen. Da grinst aber jemand. Ah, sehr gut. Hat's dir gefallen, der Abschnitt? Ja. Tipptopp. So habe ich mir das vorgestellt. Ciao. Treppe, Treppe, Treppe. Treppe, Treppe, Treppe. Hey, hey. Breite Kurven, das ist doch super. Da komme sogar ich rum. Hallo Forstsitz. Hochsitz. Oh, das geht. Uiuiuiui. Also truppiger. Auch nicht schlecht. Und zack, ab um die Kurve. Spitze! Hey, da oben war echt eine knifflige Passage. Viele Wurzeln. Da bin ich gut drüber. Super! Ich denke, Wurzeln sind auch viel mental. Wer Angst vor Wurzeln hat, der kommt auch nicht gut über Wurzeln hinweg. Prinzipiell ist ganz Mountainbiken ein sehr willensabhängiger Sport. Wer sich traut, was zu fahren, wer keine Blockaden im Kopf hat, kommt die steilsten Trails runter. Da lernt man als Anfänger noch mal so ein bisschen Demut? Wie man, nee, wie man hinten übers Rad absteigt. Und auf in den nächsten Trailabschnitt. Uphill.
Irgendwas knackt an meinem Fahrrad. Das Gefühl, es ist der Lenker. Hier werden die Bäume neu gepflanzt. Wahnsinn. Wuhu! Wurzelnflow, 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 aber mehr Flow. Cool. Coole Route. Das war doch eine richtig gute Tour. Aber irgendwas fehlt da noch. Da fehlt noch was bei dieser Tour. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ich hab was. Prost. Auf die erfolgreiche Route. So, wir sind zurück am Wohnmobil nach dieser richtig, richtig geilen Tour. Wir haben sie nicht ganz genommen, wir haben ein Nebental ausgelassen. Soll heißen, wir müssen definitiv nochmal herkommen. Und das würde ich euch auch empfehlen, hierher zu kommen. Mir hat es richtig gut gefallen. Wer noch Anfänger ist, für den sind diese Trails definitiv eine Herausforderung, aber alles machbar. Ich freue mich, dass ihr heute mit mir dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt, was euch gefällt, in die Kommentare und natürlich freue ich mich über jedes Abo. Alle weiteren Details zur Tour seht ihr unten noch in der Videobeschreibung. Bis dann, cheers!